Da sind wir wieder bei Paper Mario mit Bombett im Gepäck und auf dem Weg zum Klippenberg, ne? Denn wir sind mit dem... Oh, ein Ei. Ist das schon wieder hier dieser Junior Trooper? Stellt 5 KP wieder her. Das ist toll. Oh, eine Münze. Ich will noch mehr Münzen, dann werde ich reich. Oh, noch eine Münze. Und? Noch eine Münze. Oh, hier wirst du ja reich. Und das in einer Wüste. Also würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zu... Ich weiß, ich habe es schon gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal, allein aus Protest. Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Oh yeah, wir sind im zweiten Kapitel, wieder Wind durch die Wüste. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich kann diesen Block nicht zerstören, das finde ich jetzt doof. Wie gesagt, wir sind im zweiten Kapitel, haben im letzten Part das zweite Kapitel eigentlich nur gestartet, sind von der von der Festung der Koopa-Brüder aus einfach nur hierher gegangen und dann, ja, jetzt sind wir hier, ne? Würde ich mal sagen, heilen wir unsere KP und BP und dann geht's mal ab auf... Ah, nein, verflixt, wo kann er nur sein? What the fuck? Da Fug! Ein Rempler! War das nicht der Postbote aus dem ersten Part? Oh, Verzeihung, Leute. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich war auf der Suche nach etwas und habe nicht aufgepasst, wo ich hinfliege. Moment mal, bist du nicht Mario? Doch, du bist es. Du bist der Mario. Ich grüße dich. Mein Name ist Parakari. Ich bin ein Briefträger. Normalerweise bin ich die Zuverlässigkeit in Person. Aber momentan habe ich ein Problem wegen eines verlorenen Briefes. Oh Gott. Ich muss ihn irgendwo auf dem Klippenberg verloren haben und jetzt, kann ich ihn nicht mehr finden. Solltet ihr irgendwo über einen Brief stolpern, sagt mir doch bitte Bescheid. Mein Job steht auf dem Spiel. Inzwischen werde ich hier weitersuchen. Jo, und das werden wir auch machen müssen. Denn wenn wir den Brief finden, begleitet uns Parakari als, Kumpane? Kann man das so sagen? Als Teammitglied. So ist das. Genau so. Und nicht anders, ne? Und hier gibt es natürlich auch neue Gegner, die wir mit... Gumbario? Moment, ich muss nochmal synchronisieren. 3, 2, 1, jetzt. Oh ja, das war gut. Ich töte ihn. Bums. Natürlich gibt es auch neue Gegner, die wir scannen müssen. Das hier sind zum Beispiel Monty Maulwürfe, wenn ich mich nicht täusche. Monty Maulwurf, sag ich doch. Das ist ein Monty Maulwurf. Monty Maulwürfe werfen gerne mit Felsbrocken. Ouch. Maximale KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Irgendwie haben sie furchteinflößende Gesichter, aber eigentlich sind sie eher schwach. Vielleicht tragen sie Sonnenbrillen, weil sie sehr lichtempfindlich sind, oder ist es gerade modern? Das kann natürlich auch sein, ne? Ich meine, wer hat noch nie einen Maulwurf gesehen, der eine Sonnenbrille trägt? Also, das ist das Natürlichste auf der Welt, oder nicht? Sehe ich jeden Tag, wenn ich im Garten gucke. Und jedes Mal dreht sich mein Magen um, weil ich daran denke, was die für Haufen hinterlassen. Weil man sich nie sicher sein kann, was für Haufen es sind. Eigentlich will ich darüber gar nicht reden, aber naja. An sich sind Maulwürfe ja gar nicht so schlecht. Weil die graben die Erde um und machen sie dadurch locker und nahrhaft. Oh Mann. Ja, manchmal sollte ich mit meinem Fachwissen nicht so rumprallen. Das kommt vor allem in Let's Plays, glaube ich, nicht so toll. Das heißt, was soll's, dann könnte ich zumindest ins Bildungswesen umsteigen, ne? Also das wäre natürlich toll. Oh Gott, dass der natürlich aus der Wand kommt, daran habe ich nicht gedacht. Das ist irgendwie so Super Mario World-like. Die haben wir ja jetzt gescannt, ne? Dann können wir ja eigentlich Mitglied wechseln zu Koopa und dann können wir alle auf einmal platt machen. Gelle? Moments, Powerpanzer? Moments? Habe ich gerade Moments gesagt? Naja, fast alle platt. Okay, es sind noch zwei am Leben, aber das hat keiner gesehen. Au, ein Stein. Und, au, voll auf die Mütze, das fand ich jetzt nicht so toll. Naja, was soll's. Die Mütze kann man ja waschen, ne, den Kopf nicht. Dieser Satz gerade ergab überhaupt keinen Sinn. Aber lassen wir das mal außen vor, wir plätten jetzt den letzten Monty Maulwurf und dann geht's weiter. Nee, es geht immer weiter. Weiter voran geht es auf jeden Fall. Yay. Okay. Dann mal gucken, was ist hier drin. Ach, ein Schäfchen. Supi. Oh, hier geht's auch weiter. Bums. Bitte, was bist du? Waka, ich bin Waka. Ein weiterer Postkartenschöner Tag auf dem Klippenberg. Wuhu!
Der Sonnenschein, die frische Luft, alles ist so schön. Wakadu. Wack. Au, schlag mich nicht. Ups. Was hast du erhalten? Wackers Kick ausgezeichnet. Das Ding kickt wirklich, stellt 25 KP und 25 BP wieder her. Oh mein Gott, etwas sehr Praktisches für unsere zukünftigen Kämpfe. Ne? Und so. Jetzt hat er gerade irgendwie nicht gesprungen. Ich schalte mal meinen Akku im Kontrollator. Ist schon wieder ein bisschen leer. Oh, hier könnte man schon wieder speichern, aber... Oh, Sekunde. Ich weiß, was für Gegner hier kommen. Dafür braucht man Gumbario, weil die Gegner, die sind etwas arg heftig. Die müssten hier gleich kommen oder auch nicht. Oh nein, bitte nicht. Aber Sekunde mal, da haben wir schon mal den Brief. Dann holen wir uns schnell den Brief mit Cooper und dann geht's ab zu Parakari. Parakari. Oh mein Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Früher habe ich immer Parakari gesagt. Kari. Das A lang ausgesprochen. Aber eigentlich sind es jetzt zwei R, deswegen müsste man das kurz aussprechen. Deswegen Parakari. Also so wie Harry Potter. Das heißt ja auch nicht Harry Potter. Oder? Seht ihr, wisst ihr, was ich meine? Oh, seht ihr schon wieder so Bildungswissen. Mann, dabei soll man mal bei meinen Let's Plays ein bisschen von der Schule wegkommen. Aber nö, der macht es nur noch schlimmer. Oh, ja, ich weiß, ich hasse mich dafür selber. Aber ich bin ja nicht mehr in der Schule. Parakari, wir haben da was für dich. Oh, das ist er. Danke, dass ihr ihn für mich gefunden habt. Ich bin so erleichtert. Eigentlich suche ich auch noch nach zwei weiteren Briefen, die ich verloren habe. Es war nicht meine Schuld, ehrlich. Wenn ihr sie findet, würdet ihr dann... Ich danke euch vielmals. Willst du mich verarschen? Ich suche noch immer nach den beiden Briefen. Wenn ihr mir helft, sie zu finden, werde ich mich erkenntlich zeigen. Es fehlen also noch zwei Briefe. Das heißt, wir hätten uns diesen Rückweg eigentlich gerade auch sparen können. Aber gut, woher soll man das wissen, ne? Oh Gott. Ich bin voll reingerannt. Ah, eigentlich habe ich gar keine Lust, die nochmal zu plätten. Erfrischung. Jo, nee. Fokus. Er hat verbrauchte Sternenergie wieder auf. Ah, okay. Nee, eigentlich wollte ich jetzt diese Monty-Maulwürfe noch ein bisschen platt machen, ne? Und dann können wir ja rein theoretisch auch ein bisschen weiter nach den Briefen suchen. Die Suche nach den Briefen. Ich glaube, so werde ich den Part auch nennen. Brief sucht. Oder so. Brief gesucht. Briefe gesucht. Das ist ein guter Name. Ich glaube, den werde ich auch übernehmen. Und wenn nicht, dann habe ich es vergessen. Also, dann tut's mir leid, ne? Ich habe ja ein sehr tolles Kurzzeitgedächtnis, wie ihr wisst, aus Red Skill 2 zumindest. Übrigens, ich habe es mir jetzt gemerkt, das ist das Sora-Katana in Red Skill 2, ja? Das Sora-Katana. Toll, ne? Was ich mir alles merken kann. Gut, ich muss auch zugeben, ich habe mir den Part dazu ungefähr 15 Mal angeguckt und immer dieselbe Stelle wiederholt. Sora-Katana, ne? Gut, aber so viel nebenher. Wir wollen hier ein bisschen weiter Spaß haben, ne? Auch wenn das nicht gerade spaßig ist, hier so blöde Briefe zu suchen. Aber tü, was soll's. So, aber hier in der Nähe müsste eigentlich gleich der nächste sein. Hui, ich kann mich drehen. Wollte ich... Ach, da, nein, ich will nicht zurück. So, danke, danke. Ja, top. Ah ja, da haben wir schon wieder so einen Feind. Achtung. Attack. Oh, der hat Stacheln, das habe ich nicht gesehen. Autsch, Schmerz. Das ist gar nicht gut. So, Gumbario, dann scannen wir. Kirk. Das ist ein Kirk. Kirks sind sehr stark, also solltest du besser aufpassen. Maximaler KP 2, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Oh, das ist gar nicht gut. Wir können nichts gegen die ausrichten zurzeit. Ihre Spezialität ist es, sich als Felsen auszugeben, also passe auf, wo du hintrittst. Wenn du auf ihre Stacheln springst, wirst du dir sehr wehtun. Manchmal ist es mutiger, das Weite zu suchen. Ich glaube, das ist jetzt auch mutig, weil wir haben eine Angriffskraft von 2, der hat eine Verteidigungskraft von 2, das heißt, wir können rein gar nichts ausrichten. Also von daher, tüdelü, blöde Wichser! Schnell weg! Oh! Yay! Ja, ich habe die Flucht ergriffen. So, sonst noch was? Oh, da oben ist noch ein Kirk. Lass mich raten, an dem müssen wir vorbei, um an einen Brief zu... Nee. Ah, da ist eine Blume. Das finde ich aber toll. Die Blumen werden übrigens noch großen Wert haben im Laufe des Let's Plays. Insgesamt gibt es auf der gesamten Map 4. Oder waren es 5? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, es waren nicht so viele. Nein, ein Kirk! Nein!
Hier bitte Brief, hier bitte Brief, hier bitte Brief. Was zum? Okay, jetzt sind wir hier oben. Auch nicht schlecht, ne? Nein, ich will nicht runterrutschen, bitte. Also hier gibt's keinen Brief. So viel steht schon mal fest. Aber da ist ein Sternsplitter und ich will den Sternsplitter irgendwie. Und den kriege ich sogar. Yay, ich bin toll. So, bei meinem Glück, ich kenne mich, springe ich fast auf den Kirk. Alter. Glück gehabt. Also wirklich Glück gehabt. Das war holla, 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 holla. Holla und so, ne? So. Mal gucken, hier gibt's doch bestimmt... Ich falle! Oh, scheiße, da vorne ist schon wieder ein Kirk. Brief. Yay. Oh, nö. Nein, verfolg mich doch nicht, du Arsch. So, jetzt würde mich allerdings interessieren, wo zur Hölle ist der andere Brief? Der zweite. Der dritte. Jetzt komme ich voll durcheinander, ne? Ich bin voll durcheinander hier. Ne, ernsthaft jetzt mal, wo ist der letzte Brief? Oh Gott, Kirk. Hey! Das ist ein Stonehead. Naja, gut, dann würde ich mal sagen, rutschen wir die Rutsche runter, damit wir rutschen können. Wie oft rutschen habe ich jetzt gesagt? Insgesamt? Na, schreibt mal in den Kommentaren. Wie oft habe ich rutschen gesagt? Hui! Ach so, das ist eine Schanze. Oh, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Gut, da oben ist der letzte Brief. Ich hoffe, da kommen wir auch einigermaßen gut. Ach, du Scheiße, schon wieder Kirk. Nose, du kriegst mich lebend nie. Nein, du Schwein. Wow, ein Glück, dass der Pilz da gerade so auf der Kante hing. Oh. Achtung hier. Oh Gott, Monty Maulwurf. Monty Maulwurf. Ja. Wo geht's hier weiter? Hier könnte man hoch und da sind Münzen. München, München, München. Aber da können wir noch nicht hin, weil da kommen wir nicht mehr hoch. Ei, ist das hoch. Och nö. Scheiße. Das war wirklich nicht geplant. Aua. Geplant. Okay, ich würde sagen, wir suchen mal wieder das weiter, ne? Also tschüssi. Oh, wow. Da hätte ich nicht mal drücken müssen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Och nö. Gegnerischer Erstangriff. Na toll. Das könnte jetzt wehtun. Moment. Ich mache jetzt meine Superattacke. Nee. Die Flucht. Das ist eine Attacke, die besiegt den Gegner sofort. Also unverzüglich, ohne Zeitverzögerung, ohne Verluste. Na, fast ohne Verluste, ne? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, oder? Wollte ich das? Doch, das wollte ich. Gut, der letzte Brief. Das heißt, wir können hier runterspringen und tö. Alles wie war, wunderbar. Jetzt am besten noch schnell über die Rutsche hier und hui. Und weg. Ich bin da mal weg, ne? Oh nein! Boah. Gute Reaktion, dass ich da ausgewichen bin und so, ne? Oh Mann. Ich weiß, dieser Part ist irgendwie ein bisschen mysteriös für euch. Auch wisst ihr was, wir rutschen. Hey! Denn Rutschen macht Spaß. Und alles, was Spaß macht, macht Spaß. Denn spaßige Dinge machen Spaß. So, und wie oft habe ich jetzt Spaß gesagt? Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Naja. Parakari. Wir haben da was für dich. Oh, wunderbar. Das ist einer von denen, die ich versehentlich verloren habe. Vielen herzlichen Dank. Aber einer fehlt mir leider immer noch. Wenn es irgendwie möglich ist, darf ich nochmals um eure Hilfe bitten? Ich drehe hier wirklich jeden Stein um, aber bis jetzt hatte ich kein Glück. Ja, weil du immer auf derselben Stelle bleibst. Also von daher würde ich mir mal überlegen, ob du es richtig machst. So, wir übergeben ihm einen Brief. Der letzte Brief. Du hast ihn gefunden. Ja, ich weiß, ich bin toll. Jetzt habe ich die ganze Post, die ich verloren habe. Zumindest die von heute. Oh, nochmals herzlichen Dank. Du bist ein wahrer Lebensretter. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich nicht nur auf dem Klippenberg Briefe verloren. Ich glaube, dass mir während des Fluges über den gesamten Königreich welche abhanden gekommen sind. Tja, weißt du, du bist ziemlich gut im Finden von Briefen. Würdest du während deiner Reisen wohl ein Auge für mich offen halten? Wieso kommst du nicht einfach mit? Als Gegenleistung biete ich dir meine Hilfe an. Akzeptieren. Oh, gepriesen seien die Sterne. Der Gedanke, all die Briefe alleine suchen zu müssen, war nicht besonders schön. Ich werde dir helfen, wo ich nur kann. Du sollst es nicht bereuen. Aha. Parakari gehört zum Team. Drücke runter, um
um ihn Mario ein Stück tragen zu lassen. So kann Mario kurze Abgründe überqueren, ohne über die er selber nicht springen kann. Im Kampf kann er mit Luftangriff oder Panzerwurf einen Gegner den Hosenboden stramm ziehen. Oh Gott. Jetzt aber los. Ach übrigens, wenn ich jemanden einen Brief zu stellen soll, dann sprich einfach mit der betreffenden Person. Allerdings musst du mich vorher als Teammitglied ausgewählt haben, sprich, ich muss an deiner Seite sein. Vergiss das nicht, ja? Ja, ja, ist schon klar. Ne? Einmal Leben auf Freshen und dann geht's auch schon gleich ab ins Abenteuer. Nicht ganz. Sagen wir es mal so. Ich würde nämlich sagen, ich gehe jetzt nur noch hier einmal kurz lang und diese Killer-Fliege auf Darkness and Destiny, die raubt mir gerade den letzten Nerv. Bin ich ganz ehrlich, das ist so schlimm. Naja, ich würde sagen, weil hier ja der Speicherpunkt ist, würde ich sagen, beenden wir hier den Part und ich sage tschüss und bis dann irgendwann, euer RangyLP. Bye!